8 Kilogramm Sterling Silber 271 Unzen macht schlappe 8022 Dollar. Gestern Abend um 22 Uhr zum Handelsschluss. So einen Wert hat die Frau Beckenbauer gestern Abend hier minutenlang in den Armen gehalten oder in den Händen gehalten. Ich habe schon hier mitgezittert, dass sie den nicht fallen lässt auf ihre Füße. Ja, 8 Kilogramm. Die arme Frau, habe ich mir gedacht. Und die beiden Herren Cleansey, ja, die stehen hier da. Und gewinnen sich einen ab. So, in Gold wäre wie das Ding etwa halb so groß, ja, dieser Pokal, und 632.000 Dollar gestern Abend wert gewesen. Und heute auch noch, weil es wird ja nicht gehandelt. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Silber an. Silber ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Year to date 2024 plus 24% immerhin. Auf das Chart gebastelt, Wochenschlusskurs war gestern bei 29,6 US-Dollar pro Feinunze Silber. So, hier sind wir mal den Wochenchart hier. Ist nicht so wahnsinnig viel passiert die letzte Woche, plus 1,4% in der Handelswoche. Silber ist hier weiterhin in der Korrektur. Das sehen wir hier im H4-Chart nochmal ein bisschen besser. Da sehen wir hier eine bullische Korrekturflagge. Ja. Meines Erachtens ist es eine bullische Korrekturflagge. Hier die Akkumulation. Diese Phase, diese steile Anstiegsphase, die war hier vom Winkel her deutlich steiler als hier jetzt hier die Korrekturphase. Sieht also bullisch aus. Ich kann mir vorstellen, es wird hier noch ein bisschen hier um die 30 herumpendeln und irgendwann mal wird es dann hoffentlich weiter steigen, das Silber. So, und damit ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg. Und hier haben wir wieder den Pokal aus Sterling Silber. So, jetzt schauen wir uns mal die Förderer an. Und zwar habe ich hier mal 7 ausgewählt. Hier sehen wir mal die größten, das ist Fresnillo, KGHM, Newman, Glencore, Southern Copper, Pan American Silver. Und dann haben wir hier noch einen kleineren, und zwar ist das Hochschild Mining. So, und die schauen wir uns jetzt mal an, die Charts, und werden mal hier ein bisschen herum analysieren mal. So, hier haben wir mal Fresnillo X 2010. Das sehen wir, das läuft hier in so einem Kanal. Ja. Es hat aber hier die Kanalobergrenze dreimal berührt, hier in der ist schon ein bisschen länger her, ja, und hier die Kanaluntergrenze, die wurde hier schon 6-mal getestet, und die Fallhöhe wird auch immer geringer hier, ja, die Fallhöhe von den Kursen wird auch immer geringer. Das sieht meines Erachtens nicht sehr gut aus hier in Fresnillo. Das sieht nicht sehr gut aus. Also richtig bullisch sieht anders aus. Also mal gucken, ja, hier sehen wir mal das letzte Jahr im Fresnillo. Silber hat gemacht 24, Fresnillo hat gemacht minus 16. Das ist hier auch kein gutes Zeichen. Hier zwar ein starker Anstieg, aber dem Ganzen würde ich jetzt hier nicht trauen. Also außerdem hat Fresnillo hier der Silberanstieg, der fand statt hier schon Ende Februar. Und Fresnillo ist hier in der Zeit, wo das Silber schon locker gestiegen ist, ist hier nochmal gesunken und hat hier nochmal ein schönes Tief hingelegt. Also Fresnillo, da wäre ich eher vorsichtig. So, der Willi aus Wien, ja, ein eifriger Zuseher dieses Kanals, der hat hier, glaube ich, verkauft, ja, bei der 7 circa, hat er auf jeden Fall damals geschrieben. Ich glaube, das war gar keine schlechte Idee. Hier wird er wahrscheinlich nochmal sich geärgert haben, ja, hat er sich wahrscheinlich gesagt, oh, jetzt steigt das wieder und ich bin nicht mehr dabei. Aber hier, zack, ist das hier wieder runtergefallen unter diese Hochs hier. Also da kann ich mir vorstellen, dass das noch hier noch weiter nach Süden geht bei Fresnillo. Jetzt schauen wir uns mal die KGHM an. Hier plus 300%, das ist hier die Range. Ja, von hier ganz unten, von der 12 circa bis rauf an die, was weiß ich, 47 wird das ungefähr sein. Also das ist eine 300% Range. Und hier sind wir jetzt gerade hier bei der, was ist das hier, ungefähr 32. Chance nach Norden 50%, Risiko nach Süden 70%. Ist hier also mittendrin, da würde ich jetzt auch die Griffel davon lassen, ja, erstmal. Dann eher einkaufen, wenn es wieder da unten ist. Oder vielleicht da oben dann sogar mal shorten. Wer das denn gerne macht, shorten, ja. Okay, so, jetzt schauen wir uns mal das letzte Jahr an, hier im KGHM 22% gemacht, Silber 24, das ist also hier im Gleichschritt gelaufen circa, hat auch genau die Rallye auch gestartet hier mit der Silber-Rallye. Also das passt zusammen, wobei die KGHM, das ist ja auch eher ein Kupferförderer,
Ja. Miez heißt, so viel ich weiß, Kupfer. So, Newmans, ex 1999, sehen wir hier das Chart. Und das ist jetzt hier, hat jetzt hier einen Fehlausbruch hingelegt, hier, ja, im Jahr 2023 und ist dann darauf, zack, hier ziemlich zusammengebrochen. Chance nach Norden 50%, Risiko nach Süden 70%, ist auch hier mittendrin, würde ich jetzt auch eher meine Handelsgriffel davon lassen. Ja, das ist hier kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht. Also würde ich entweder warten, bis es wieder mal irgendwann mal hier bei der 14 circa ist. Ja, meine deutliche Unterstützung. Und dann hier oben, ja, will ich dann mal gucken, was es da macht. Aber wahrscheinlich wird es dann hier auch wieder hier oben südlich gehen. Würde ich mal annehmen. Die Chance ist auf jeden Fall größer, ja, dass es hier oben südlich geht als nördlich. So, das sehen wir das letzte Jahr. Newmont minus 2,5% und das Silber hat 24 gemacht. Also deutlich schlechter als das Silber gelaufen. Sieht auch jetzt hier nicht so wahnsinnig toll aus, das Ganze hier auf Jahressicht. Und wie gesagt, da würde ich jetzt erstmal hier Newmont die Füße stillhalten. Glencore ist jetzt nicht ein ausgesprochener Silberförderer, aber hat halt aufgrund seiner schieren Größe eben ganz viel Silber gefördert oder fördert ganz viel Silber und läuft hier auch in einer Range, die ist 500% hoch, ja, und haben wir jetzt nach Norden, haben wir jetzt hier 10% Chance und nach Risiko nach Süden sind 90%. Auch da würde ich die Füße stillhalten und warten, bis es vielleicht irgendwann mal wieder hier unten bei der 1 ist. Ja, das sieht so aus, als würde es da immer hin und her laufen zwischen der 1 und der 6. Und da unten hat man natürlich dann eine riesengroße Chance, wenn man da einkauft. Ja, 500%, das muss man sich mal hier auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das sind hier dann ganz kräftige Gewinne, die auf einen warten, wenn man eben geduldig ist. Ja. So, hier das Einjahreschart, minus 2% hat Glencore gemacht und Silber plus 24. Wie gesagt, ist natürlich ein ganz unsauberer Vergleich, aber sei es drum. Also, da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Da hat ja auch den Anstieg hier mit dem Silber hier mitgemacht. Das war aber dann wahrscheinlich reiner Zufall, weil eben die anderen Rohstoffe wahrscheinlich auch gestiegen sind, die Glencore noch so fördert. Also auch hier würde ich die Füße eher stillhalten. So, hier Sasan Copper. Wahnsinn. Hat hier gemacht. Ne, Quatsch, das ist jetzt hier erstmal ex-1998. Sehen wir hier, ist hier ziemlich lange in so einem Kanal gelaufen, ist dann hier aus dem Kanal ausgebrochen, hatte nochmal ganz unsauber hier getestet, ist nochmal ein bisschen runtergegangen. Es war dann ein Fehlausbruch sozusagen nach Süden und ist dann hier hochgeschossen. Ja, hat hier unglaubliche, was ist das hier, seit 1998 3960% gemacht. Das ist Wahnsinn. Sasan Copper ist auch kein typischer Silberminer. Das ist, wie der Name schon da sagt, eher ein Kupferförderer. Kurs ist extrem heiß gelaufen, ein parabolischer, sowas nennt man hier einen parabolischen hier Kursanstieg. Ja, das ist hier im Grunde keine gesunde Sache und das schreit danach, dass es hier noch weiter nach Süden korrigiert wird. So, hier das Einjahreschart in Sasan Copper plus 47% immerhin gemacht. Also fast das Doppelte wie das Silber. Auch die Rallye ist hier jetzt auch mit dem Silber hier mitgestartet. Das ist also auch relativ sauber gelaufen. Wahrscheinlich ist Kupfer auch gestiegen. Ja. Also, weil der Sasan Copper jetzt auch kein ausgesprochener Silberminer ist. Also ich schätze mal, dass der Kurs hier noch weiter zurückgehen wird. Das wäre auf jeden Fall in Anführungsstrichen gesund, wenn man das so sagen wollte. So, Pan American X 2000 hat gemacht plus 500% knapp. X 2000, Chance nach Norden 100%, Risiko nach Süden 30%. Also da wäre dann schon eher was zum Einstieg, würde ich sagen. Ja, weil das Risiko deutlich geringer ist als die Chance. Das ist sogar 3 zu 1, bisschen mehr sogar. Also da könnte man eventuell einsteigen. Ich darf jetzt hier keine Tipps geben, will ich auch gar nicht. Ja, muss jeder selber wissen, aber auf jeden Fall, das wäre ein Kandidat, den ich mir dann eher angucken würde zum Einstieg. Pan American ein Jahr plus 34, Silber plus 24, also auch hier deutlich stärker als das Silber gelaufen. Kann natürlich auch sein, dass es hier nochmal jetzt hier zurückgeht auf die 16 oder so, das kann natürlich auch sein.
dann würde ich da erst recht einsteigen in diesen Wert. Ja. So, und dann nochmal hier Hochschild. Hochschild hat gemacht X2007. Das ist jetzt nicht so brillant. Hier minus 60%. Aber wir werden gleich sehen, was es im letzten Jahr gemacht hat. Und ich sage mal, wenn jetzt hier der Ausbruch hier über diesen Keil hier, ja, über dieses Dreieck, wenn das gelingt, dann würde ich da, glaube ich, einsteigen. Ich ganz persönlich. Chance nach Norden würde ich dann sehen, 200%, Risiko nach Süden 60%. Das sieht lecker aus, würde ich sagen. Schauen wir uns nochmal hier das letzte Jahr an bei Hochschild. Plus 119% hat das gemacht. Silber 24, also hier fast das Fünffache vom Silber. Ist hier extrem hochgeschossen. Ja, hier auch mit dem zeitgleich mit dem Silber hier hochgestartet, aber eben extrem viel mehr gemacht. Ja. So, also Hochschild, das wäre auf jeden Fall auch was ich mir angucken würde. Und gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Hier eine relativ kurze Ausgabe jetzt hier zur Fußball-EM. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen Kübel hier holen. Ja. Es wäre zu hoffen, würde ich sagen. Dann sage ich ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg.